Rahel, deine Mutter fragt noch wegen der Nacht. Schau da. Sauf den Scheiß selber. Was ist los? Spinnst du? Schau mal dein Handy an. Was soll das? Ich spiele in diesem Stück Rahel, eine 15-jährige Jugendliche. Und sie hat mit ihrer Freundin einen grossen Konflikt, weil ihre Freundin ihren den Freund ausspannt. Und Rahel kann das aber nicht persönlich lösen, den Konflikt, sondern sie startet eine Racheaktion im Internet. Ja, hoi. Hoi, Sebi. Es wird immer schlimmer. Mhm. Das ist so fies. Ja, ich meine, ist wohl krass. Ich kann einfach nicht mehr in die Schule gehen. Meine Figur wird über mehrere Wochen gemobbt, und zwar im Internet. Für sie wird das immer mehr zur Belastung. Es geht so weit, dass sie am Schluss in die Klinik eingewiesen werden muss. Also, Leonie. Bis morgen. Cybermobbing ist sehr ein sehr aktuelles Thema. Darum haben wir das gewählt. Auch weil die Folgen von so einem Mobbing können recht verheerend sein. Hey, ist voll krass. Du, das schicke ich gerade weiter noch mit Kommentaren dazu. Im Unterschied zu früher, wo es ja auch Mobbing gegeben hat, ist es natürlich so, dass im Cybermobbing die ganze Auseinandersetzung anonym im Netz stattfindet und nicht von Angesicht zu Angesicht. Das Forumtheater ist ein gutes Medium, ein gutes Mittel, dass man einfach das Verhalten trainieren kann. Das heisst, man kann mit Situationen, wo man nicht einverstanden ist, wie die ausgehen, kann man in die Rolle schlüpfen und schauen, wie würde ich mich verhalten. Auf welche Art, mit welcher Strategie würde ich das Problem lösen. Ich muss jetzt gehen. Meine Mutter hat Geburtstag. Moment. Ich will jetzt eine Antwort. Was ist mit der Leonie? Ich muss doch nicht ihre Familienprobleme lösen. Das können sie selber machen. Rahel!